Midi, Monsieur d'Arnaud, il faut cuisiner. Ich lese das Buch, Schulbuch mit serifenloser Schrift, der junge Koch, die junge Köchin. Das ist das hier. Ich kann ja mal den Titel lesen. Und im Teil Einführung bin ich angekommen im Kapitel Hygiene bei 4 Reinigung und Desinfektion, Cleaning and Disinfection, le nettoyage et la désinfection. Und ich bin angekommen im Kapitel, im Abschnitt 1, ne, im Abschnitt 4.1 Reinigen in Lebensmittelbetrieben. 4.1 Reinigen in Lebensmittelbetrieben. Die Vorgänge beim Reinigen sind hier am Beispiel des Spülens beschrieben. Beim Reinigen Spülen sind mehrere Faktoren beteiligt, in Klammern Abbildung 1. Je nach Art der Verschmutzung werden sie verändert und bestimmen aufeinander abgestimmt den Ablauf. Und die Reinigungsfaktoren sind hier an der Seite aufgeführt mit Bildchen, kann man sich vielleicht besser merken. Reinigungsfaktoren, Chemie, Wasser, Temperatur, Mechanik, Spüldauer. Die werden jetzt im Einzelnen, glaube ich, ja, es wird dazu was gesagt. So, und es geht los mit Wasser. Wasser. Wasser in Lebensmittelbetrieben muss zum Reinigen Trinkwasser verwendet werden. Das Wasser hat mehrere Aufgaben. Erster Punkt, Auflösen von Schmutz, zum Beispiel Zuckersalz, ungegorenes Eiweiß. Punkt 2, Quellen von Schmutz, Reste, zum Beispiel Reste von Teigen, Teigwaren, Braten, Eierspeisen. Punkt 3, Abtragen von Schmutz. Die losgelösten Schmutzteilchen werden in der Schwebe gehalten und weggespült. Dann gibt es auch eine Abbildung, Wasserdruck hebt den Schmutz an. Wärme, also Temperatur, fördert die Reinigungswirkung, denn erster Punkt, Fett schmilzt und wird leichter abgespült. Zweiter Punkt, Auflösen und Quellen geht rascher vor sich. Die günstigste Spültemperatur liegt um 60 Grad Celsius. Zu heißes Wasser lässt den Schmutz festbacken und kann zu Verbrennungen führen. So, dann sind wir bei Chemie rein angekommen. Das sind hier Reinigungsmittel. Dazu gibt es auch eine Abbildung, dass Wassertropfen Oberflächenspannung haben. So, Reinigungsmittel, Wassermoleküle ziehen sich gegenseitig stark an. Das sind Dipole, das steht hier nicht, das sage ich jetzt dazu. Es entsteht eine Oberflächenspannung, die am einzelnen Wassertropfen gut erkennbar ist. Abbildung 3. Durch den Zusatz von Reinigungsmitteln wird das Wasser entspannt. Es verliert seine Oberflächenspannung und benetzt besser. Dadurch schiebt es sich leichter unter den Schmutz und kann auch Fett ablösen. Das ist nicht ganz, naja. Es ist ein Berufsschulbuch ohne Serifenschrift. Die waschaktiven Teilchen legen sich dann um das Fett, emulgieren es und halten es in der Schwebe, sodass es nicht wieder festsetzt und abtransportiert werden kann. Abbildung 1. Das bessere naturwissenschaftliche Modell ist das von Lipophil und Lipophob. Das wird auch in der Chemie verwendet. Und jetzt kommt es zu mechanischer Einwirkung. Beim Reinigen kommen zu Wasser, Wärme und Reinigungsmittel immer auch mechanische Kräfte. Das können sein. Erster Punkt, Wasserdruck, zum Beispiel Spülmaschinen für Haushalt und Gewerbe. Die Kraft erhält das Wasser durch eine Pumpe. Die Düsen konzentrieren diese Kraft auf eine eng begrenzte Fläche, von der dann der Schmutz abgehoben wird. Punkt 2, Spüllappen oder Schwammtücher, wie sie häufig beim Spülen von Hand verwendet werden. Punkt 3, Spülbürste und Reiber. Sie werden nur bei harten Gegenständen und festsitzendem Schmutz, zum Beispiel festgebrannten Resten, verwendet. Harte Gegenstände dringen in weichere ein. Darauf ist bei der Anwendung von Werkzeugen und Scheuermitteln zu achten, wenn Beschädigungen an der zu reinigen Fläche vermieden werden sollen.
Darauf ist bei der Anwendung von Werkzeugen und Scheuermitteln zu achten, wenn Beschädigungen an der zu reinigenden Fläche vermieden werden sollen. Ich sage es nochmal, das ist serifenlose Schrift, es ist eine einzige Unverschämtheit. Man kann es nicht richtig vorlesen. Das geht für Spülbürste und Reiber mit der Oberfläche. So, es gibt hier noch eine Abbildung, den Druckreiniger und einen roten Punkt. Besser mechanisch als chemisch, besser heiß als ätzend. Das sind hier Empfehlungen. So, wenn man eine ordentliche Verbrennung hatte, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben bei 80, 90 Grad richtig heftige Verbrennung an den Händen. Das tut sehr weh und gesundheitsfördernd ist es auch nicht. So. Solche Essig ist zum Beispiel ätzend. Man kriegt mit Essigsachen oft schonender weg, als wenn man jetzt 80 Grad heißes Wasser nimmt. Oder ich finde es nicht gut, wenn da sowas drin steht. Ich kann mich gar nicht mehr zusammennehmen. Naja, so. Tschüss.